Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schlöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Blut und alle. Ja, Mahlzeit zusammen. Zeit dafür, mal den Messevortrag, wie jedes Jahr üblich, auf Video zu bannen, nochmal für YouTube. Und das werde ich heute tun. Auf der Messe ging es um Cooler. Ja. Liquid mit Cooler ist mittlerweile fast in jedem Verdampfer zu finden. Ja, ist einfach Augenblick die Basis für sämtliche ja, gehypten Geschmäcker, die so über Messen und Liquid-Theken gehen. Auch wenn, sag ich mal, die ja, gefühlte Stärke des Coolers in den Liquids immer wieder mal ein bisschen unterschiedlich ist, von ja, fein abgeschmeckt bis zu Hirnfrost. Wenn ihr praktische Tipps zum Umgang mit Cooler wollt, empfehle ich euch das Video vom Dampfwolke 7. Ja, der Martin hat da ein sehr schönes Video zu gemacht. Dementsprechend spare ich mir den Teil und werde mich sagen, nur ein bisschen mit der Geschichte und der Chemie dahinter beschäftigen. Auch so ein Ticken Biologie mit da rein. Wir wollen ja nichts auslassen. Ne? Also, Cooler. Vom Rasierschaum zum Liquid habe ich da mal als Überschrift von dem Ganzen gewählt. Und ja, warum habe ich das gemacht? Das ist einfach, weil die Entwicklung des Coolers fing mit der Firma Wilkinson an. Werden viele Leute halt von diversen Kosmetika, insbesondere Rasierschaum, her kennen. Ja, die haben irgendwann gedacht, Kälteeffekt bei einem Rasierschaum ist schon was Tolles. Ja, verkauft sich auch Bombe, wenn dieser zweite Effekt von Menthol nicht wäre, nämlich diesem minzigen Brennen. Ne, das kennt man ja, dass da halt so ein scharfer, die Schleimhäute reizender Effekt mit dabei ist, neben dem kühlen Effekt. Und naja, wenn man sich das so vorstellt, sagen wir mal, man rasiert sich so hier in der Ecke, ja, Martin hat von der Intimrasur gesprochen, da wäre das wahrscheinlich auch noch sehr unangenehm, aber stell dir vor, man hat sich jetzt hier so rasiert, klatscht sich das auf die Wange, ja, und allein die Dämpfe, die dann so in der Nähe der Augen aufsteigen würden, würde sich vermutlich sehr unangenehm anfühlen. Ja, und dementsprechend haben die 1969 angefangen, nach Ersatzstoffen zu suchen, ja, und haben halt dann angefangen zu forschen. Und zwar sind sie erstmal vom Menthol ausgegangen. Ich mache es mal nochmal hin. Ja, das ist unser alter Bekannter, das Menthol. Und die Leute bei Wilkinson sind damals nach einer bestimmten Methode erstmal vorgegangen. Und zwar haben sie erstmal das Menthol verändert. Und das erste, was sie gemacht haben, war eine Oxidation an diesem Molekül, so dass man aus dem Alkohol die organische Säure gemacht hat. Das sieht dann so aus, sozusagen die Mentholsäure. Die haben sich aber bei dem ganzen Verfahren nachher auf einen Standard geeinigt, und zwar haben sie einfach die ganzen ja, Stoffe, die sie da entwickelt haben, durchnummeriert mit dem kurzen Vor WS für Wilkinson Salt, ja, und das hier war dann das WS1. Was genau da die Eigenschaften waren, konnte ich nicht herausfinden, war wohl zumindest kommerziell
für die Anwendung sehr uninteressant, ja, weil man hat es nie besonders weiter verwertet. Ja. Es war halt das Erste, was man herausbekommen hat. Aber man hat einfach dann weitergearbeitet und dann schon beim WS3, das sieht dann so aus. Ja, soweit vergleichbar mit dem WS1, aber dann wird es ein bisschen unterschiedlich. Da haben sie dann noch diese Stickstoff, ja, NH-Verbindung noch dran gehangen. So, das nennt man einen Carboxamid. Ja. Amid ist immer so ein Stickstoff-Kohlenstoffverbund, ja, und Oxy halt durch dieses O hier. Und den Stoff kennen wir sehr gut. Das ist das WS3. Ja, das ist schon mal einer der Cooler, die wir so in unseren Liquids finden. Man hat direkt immer angefangen, das Ganze mit Menthol zu vergleichen mit der Kältewirkung. Das hat man einfach so gemacht, dass man gesagt hat, Menthol ist sozusagen eine Kältewirkung von 100%. Ja? Einfach um irgendwo eine Messlatte zu definieren. Das macht man häufiger bei Eigenschaften und Stoffen, die man halt nur mit sozusagen im Vergleich mit anderen Stoffen irgendwie ja, einsortieren kann. Das macht man ja genauso gut bei der Scoville-Skala mit dem, der Schärfe. Ja. Auch da setzt man sozusagen einen Punkt 1. Der ist, glaube ich, die Schärfe von irgendeiner Paprikasorte oder sowas. Ich bin gerade gar nicht so firm da drin. Ja, und misst dann einfach, wie sehr muss man eine Chili oder sowas verdünnen, damit sie auf die gleiche Schärfe kommt wie diese Paprika. Ja, und das ist diese Scoville-Einheit. Und bei WS3 hat man dann festgestellt, der liegt dann bei 150%. Ja, ist also anderthalb mal so kalt wie Menthol. Aber die haben dann auch weiter geforscht. Und der nächste Stoff, den sie dann entwickelt haben, den kriege ich vielleicht noch hier auf die Tafel, bevor ich wegwischen muss, war dieses hier. Das praktisch identische wie da oben, nur dass man hier ein Ester mit angeführt hat. Ja, ihr wisst, die Verbindung aus einer Säure, wo hinten dran nochmal ein Kohlenstoff hängt, das ist ein Ester, hatte ich genauer in dem Video über Triacetin ausgeführt. Das hier ist das WS5 und das ist so für uns Dampfer zumindest das allerkälteste der Cooler. Das schlägt mit dem Vierfachen, ja, also auf dieser Skala 400% von Menthol zu. Ja, das ist also sehr, sehr starker Cooler. Ist dementsprechend natürlich für Leute, die es weniger kalt mögen, schwieriger zu dosieren. Für Leute, die auf Gehirnfrost stehen, ist das so der Nektar des Glücks. Jetzt muss ich mal ein bisschen Platz schaffen. Das Menthol lasse ich nochmal kurz stehen. Weil die haben natürlich weitergemacht. Nächster Schritt, der für uns so interessant ist, ist dann noch das WS12.
welches diesen Aufbau hat. Ja, man sieht also auch wieder hier dieses Carboxamid, ja, und daran nochmal so einen aromatischen Ring und eine Ether-Funktion. Ja, wir haben hier also nur ein O, was als Brücke zwischen Kohlenstoff und zwischen bei Kohlenstoffatomen liegt, das ist dann ein Ether. So, das ist das WS12. Genauso kalt wie das WS3, also 150% auf unserer Skala. Ja, wir haben natürlich dazwischen, es gab mal ein WS11, ein WS10, keine Ahnung, ganz viele Stoffe, aber wie gesagt, es waren nur wenige davon wirklich interessant für den Verkauf. Und ja, war, und dann sozusagen als Cooler auf den Markt gebracht. Also insgesamt haben die bisher von diesen WS 1200 Stoffe, ja, charakterisiert, kann man sagen, sprich, sie haben sie entwickelt, sich angeguckt, geprüft und so weiter und so fort. Und soweit ich weiß, geht diese Forschung noch immer. Ja, ich weiß nicht, ob in dem gleichen Maßstab wie seinerzeit, wo sie angefangen haben, aber die forschen noch immer an Coolern herum. Ja, wie gesagt, sie sind jetzt bei über 1200. Von diesen 1200 sind bisher von denen 8 wirklich erfolgreich am Markt. Aber wie kam die da überhaupt dazu, 1200 Verbindungen dazu entwickeln? Das ist ja eine ganze Menge. Ja, und wie oft, wie man am Menthol herumspielt, bis man so viele, ja, Verbindungen kreiert hat. Das ging, weil die irgendwann im Laufe ihrer Arbeit sozusagen den Code von Cooler geknackt haben. Ja, wie funktionieren Cooler? Warum funktionieren sie? Und ja, was muss so ein Stoff mitbringen, um überhaupt ein Cooler zu sein? Und zwar haben die festgestellt, wenn wir jetzt mal so ganz allgemein nochmal diese Stoffe, die ich vorhin angemalt habe, nochmal skizziert. Ja. Die sahen immer so aus. Hier dieses doppelt gebundene O und dann hier irgendetwas dran, irgendein Rest. Ja. Ja, bei vielen war es dann der Stickstoff, aber ja, hier einfach mal ein Rest. Wir haben rausbekommen, warum diese Stoffe auch kalt machen wie Menthol und auch warum Menthol kalt ist. Und zwar sind das zwei Eigenschaften, die so ein Molekül da mitbringen muss. Hier vorne der Bereich, ja, dieser 6-Ring und die Äste da dran, zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier sehr kompakte Kohlenstoff, also C, Atome sehen. Ja. Wir haben hier überall sind ja Kohlenstoffatome. Da, da, da ist ein Kohlenstoffatom. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Hier, dort und dort. Ja. Und gerade dieser 6-Ring hier oben ist sehr, sehr kompakt zusammen. Die Kohlenstoffe sind sehr nah aneinander. Ja, wir haben hier auch recht nah aneinander. Das zeigt das zum einen aus. Und zum anderen ist noch dieser Sauerstoff hier vorne wichtig. Dieser Sauerstoff muss eine hohe Anziehungskraft für Protonen haben, also H+-Teilchen. Ja. Das ist das Wichtige. Wie kriegt man diese H+-Teilchen hin? Indem man hier auf diesem Sauerstoff am besten viel negative Ladung platziert. Ja. Und auch darauf verhindert, dass die sich irgendwie über das Molekül verteilen können. Dass sie möglichst starr an einem Ort sind. Das ist, die Wechselwirkung zwischen diesem negativen Ladung und dem H+ ist die gleiche wie zwischen zwei Magneten, die man mit unterschiedlichem Pol aneinander hält. Ja, die ziehen sich an. Ja, und dadurch, dass man hier sozusagen ein
starken Magneten baut, im elektrischen Sinne, ja, zieht der immer stärker diese H-Plus-Teilchen an. Und je stärker halt dieser Magnet ist, desto besser ist das für Cooler. So, und als man das dann soweit begriffen hatte, hat man die Möglichkeit gehabt, mal auch zu verstehen, wie diese Cooler funktionieren. Und zwar hat das ein gewisses Prinzip. Und zwar das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ich habe hier einfach mal so einen Schließzylinder. Standardmäßig, wenn man ihn, weiß ich, in jedem Baumarkt kriegt oder sowas, den ihr halt in eure Tür einbauen könnt. Und das ist der Schlüssel dazu. So, und zwar muss man sich jetzt Folgendes vorstellen. Dass dieses Schloss hier etwas symbolisiert, und zwar die Rezeptoren auf der Haut, der Zunge, wo auch immer, für Temperatur im Körper. Ich versuche das mal so ein bisschen anzudeuten. Ich könnte das jetzt hier so vorstellen, dass das hier so das Schloss ist und da drinnen gibt es dann halt so ein Schlüsselprofil. So. An diesem Schloss, also sprich an diesen Rezeptoren, ist eine Leitung aus Nerven. Nerven. Rezeptor. So, und wie es für Nerven so üblich ist, die gehen irgendwann hier ins Gehirn. Ja? So, und diese Rezeptoren reagieren halt, wenn dieses Menthol kommt. Ja, das Menthol ist wie der Schlüssel für das Schloss. Er passt sozusagen auf den Rezeptor und man kann das Schloss drehen, aufschließen sozusagen. Aber was passiert dann? Ja, wir haben jetzt hier den Cooler und der dockt sozusagen an dem Rezeptor an. Dockt an. So, und der Rezeptor registriert das. Sagt, als da hier ist was angedockt. Hierhin reagiert und schickt ein entsprechendes Signal über die Nerven ans Gehirn. So, das Gehirn bekommt aber nur einfach das Signal an. Ja, ist wie Licht an, Licht aus. Ja, oder wie man probiert, dieses 0 und 1 so ungefähr. Das ist alles, was der bekommt. Der bekommt nicht die Info, da ist was angedockt oder so. Er sagt nur, aha, hier, dieser Rezeptor hat reagiert. Und dadurch entsteht dann bei uns im Kopf der Eindruck, dass etwas kalt ist. Ja? Das ist sozusagen der, deswegen ein Cooler überhaupt das Empfinden von Kälte. Und der Cooler ist ja selber nicht kalt. Ja? Wir haben, können unser Liquid so viel wir wollen ins Eisfach stellen. Dadurch wird es nicht kälter. Es wird halt erst gefühlt kälter, wenn wir da diesen Cooler da rein tun. Ja? So funktionieren diese Cooler. Wir täuschen sozusagen unserem Gehirn eine Kälte vor, die wir gar nicht haben, ja? Indem wir halt diesen Rezeptor durch den Cooler aktivieren. So, und als man das dann soweit erforscht und umgesetzt hatte, konnte man sehen, dass noch ganz andere Stoffe diesen Rezeptor aktivieren und sagen, dass dieses Kältegefühl herauskitzeln. Da hätten wir zum Beispiel nochmal von Wilkinson Sword jene Verbindung. Und das ist das WS23.
Auch eines der kommerziell erfolgreicheren Produkte der Forschung ist allerdings wieder bezogen auf Menthol, nur bei 75% der Kälteleistung. Ja, also sag ich mal, für die Leute, die es wirklich eher sanfter mögen mit der Kälte. Aber das heißt nichts. Ja? Das muss nicht heißen, dass diese, ich sag mal, nicht analogen zum Menthol gestalteten Cooler schwächer werden. Mal ein Gegenbeispiel, das ist ein bisschen größer, deswegen muss ich mir wieder ein bisschen Platz schaffen. Dieser Stoff hier stammt nicht von Wilkinson's Salt, sondern von einem anderen Forscherteam, sage ich mal. Frage jetzt bitte nicht nach dem Trivialnamen dafür. Und ich habe mir jetzt nicht den Zungenbrecher aufgeschrieben, das der originalschämische Name wäre. Aber hier haben wir eine Kälteleistung von 1000 mal Menthol. Ja, oder um es in der Skala auszudrücken, wäre das dann 100.000%. Ja. Es gibt einen noch kälteren, der sieht dann so aus, ziemlich ähnlich sogar, aber doch halt im Detail wieder anders. Und zwei unter, ein O. Wieder ein O, wieder runter, auf, rum, rauf, weg, Dach, Giebel und so. Ja. Das Zeug, auch hier spare ich uns allen mal den chemischen Originalnamen, haben wir es mit 2000 mal Mentholkälte zu tun. Also wer den WS5-Stoff für kalt hält, ja, die Latte liegt doch sehr viel höher. Es wird nur wahrscheinlich verdammt schwierig, das Ganze so zu dosieren, ja, im Heimgebrauch, dass man es, sag ich mal, vernünftig nutzen kann. Ja, ich denke mal, selbst der Härteste wird arge Probleme kriegen, wenn er das, was er bisher als WS5 gedampft hat, jetzt um den Faktor 1000 verstärkt hat. Ja, also das... war ich mal zu bezweifeln, dass das wirklich Spaß macht. Aber nur einfach mal um zu zeigen, was es da alles gibt. Und sicherlich gibt es dafür auch Anwendungen für das Ganze. Es ist halt auch immer so eine gewisse Preisfrage. Aber wir haben es damit auch nicht nur mit Super Frosties zu tun. Es gibt auch solche Wiesen hier. Habe auch keinen Trivialnamen dazu gefunden. So. Ja, so sieht das Molekül aus, hat nicht mehr viel Ähnlichkeit mit Menthol, ist aber ungefähr gleich stark. Ja. Da gibt es halt diverse Cooler. Ja, jetzt kommt halt die Frage von einigen Nutzern dieser Liquids, ist das Ganze denn auch safe?
Ja, weil man hört dann auch schon mal gerne, dass Leute davon Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, ich habe jetzt auf der Messe, kam das Kommentar, dass da Leute auch Magenschmerzen von bekommen. Also die Sachen sind wie jeder andere Lebensmittelzusatz geprüft, ja, und halt für generell als sicher, ja, die Amis sprechen davon GRAS, also Generally Recognized as Safe, bewertet worden. Ja, sprich, wenn man anfängt, Cooler zu hinterfragen, müsste man auch jedes andere Aroma genauso befragen. Ja, jedes Schokoladenaroma, jedes Erdbeeraroma, was auch immer. Ja, dementsprechend, wenn wir das fast aufmachen wollen würden, dann müssten wir halt auch bei jedem anderen Aroma die gleiche Frage stellen, dann können wir halt das mit den Aromen im Blick mit auch direkt komplett sein lassen. Ja, dementsprechend weiß ich nicht, ob jemand dieses Fass aufmachen will. Ich verzichte da einfach mal drauf. Ja, ich vertraue darauf, dass solche Stoffe entsprechend getestet sind und man da von einem relativ sicheren Konsum halt ausgehen kann. Es gibt natürlich noch immer die Möglichkeit, dass es einzelne Unverträglichkeiten gibt. Ja, jeder Mensch ist da unterschiedlich. Manche Leute reagieren auf gewisse Nahrungsmittelzusätze äußerst empfindlich. Ja, das fällt dann halt unter das Thema zum Beispiel Allergie oder halt vielleicht auch eine gewisse Vorerkrankung. Ja, also ich weiß, in meinem Bekanntenkreis gibt es eine Person, die hat Schwierigkeiten mit der Schilddrüse und muss deswegen zum Beispiel auf den Konsum von Jodsalz möglichst verzichten. Ja, ist beim Einkaufen immer so eine Schwierigkeit, weil viel, viel jodiertes Salz halt verwendet wird. Ja, aber das kann man halt darunter abbuchen, dass gewisse Leute halt nicht alles vertragen. Ja, was halt diese Zahnschmerzen angeht oder sowas, ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass es da sozusagen so einen Übersprung gibt im Kopf, dass, wenn man das gewöhnt ist, wenn es immer so richtig kalt ist, dass halt dann auch die Zähne schmerzen oder sowas, dass das so eine Art Schmerzerinnerung ist, die vielleicht da geweckt wird oder sowas. Also mir geht es da nicht so. Ich meine, ich bin nicht der größte Freund von übermäßigen Cola, ich war auch nie der große Mentholiker, weswegen mir also diese überkuladierten Liquids, ja, diese Super Frosties, nicht so gefallen, wie wenn man halt Colada halt als das einsetzt, was es ist, nämlich ein Akzent im Liquid. Ja, gefällt mir halt besser. Ist das gleiche auch mit Sweetener. Also ich kann diese super süßen Liquids halt auch nicht wirklich sehr lange dampfen, weil ich da das Gefühl habe, ich kriege vom Dampfen Karies. Ja, bekommt man natürlich nicht, aber ich mag es halt nicht. Das ist mir einfach dann zu süß und in dem Fall dann halt auch einfach zu kalt. Ja, vor allem, weil ich dann auch von den anderen Aromen, die im Liquid sind, nicht so viel mitbekomme, wie ich gerne hätte. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Cola mögt, dampft es ruhig weiter. Es wird euch vermutlich genauso wenig umbringen wie das Vanillearoma oder was auch immer ihr dann mit drin habt. Oder wahrscheinlich Frucht. Ja, Frucht ist ja dann immer sehr beliebt. Ja. Wird euch genauso viel oder wenig umbringen wie das Aroma. Soweit man bisher weiß. Ja, und wenn man sieht, 1969 haben die angefangen. Diese ersten Stoffe, die werden also schon sehr lange unterwegs sein. Ich schätze mal, vielleicht mit Patentanmeldung und so weiter. Frühe 70er Jahre. Ja, gehen wir mal von aus, dass man da sagen kann, die sind erprobt. Ja. Das war mein Teil der cooler Betrachtung. Wie gesagt, denn das Video vom Dampfwolke ist halt sehr praxisbezogen. Sicherlich auch interessant für viele. Empfehle ich euch anzugucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es ist wieder entsprechend der Videoplattform am oder im Video verlinkt. Ja, weitere Informationen dazu, wie Quellenangaben und so, alles unten in der Infobox. Ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, Anregungen,
vielleicht auch zu der neuen Beleuchtung bei der ganzen Geschichte, wir kommen jetzt ohne Spiegelung hier aus, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Dafür sind sie da. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein Gasgewind, dabei